Yo, mein Friend Aroni, was geht ab? Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich demnächst ein paar Showcases machen will von meinen 100% Chars, und von denen habe ich ja noch keine Showcases gemacht. Den Gohan habe ich zum Beispiel schon eine ganze Weile, aber jetzt werde ich langsam mal anfangen, die 100% Chars zu testen. Und ja, einige haben auch gesagt, die würden gerne von dem Guan sehen, was der für ein Damage Output hat. Ich denke nicht, dass er jetzt unbedingt krass sein wird, weil es halt schon eine ziemlich alte Karte und ja, also SA10, dies, das ist ja alles da. Aber ich denke nicht, dass jetzt irgendwie ein krasser Damage kommen wird. Da werden wir ja gleich mal sehen. Dann werde ich dieses Video direkt noch mit dem 100% Buhan kombinieren. War eigentlich jetzt nicht so geplant, aber jetzt, als ich gerade kurz bevor ich Aufnahme geklickt habe und mein Team gesehen habe, habe ich gesehen, dass mein Buhan ja auch 100% ist. Und ja, wir werden das mit einem Majin Buu Arc Team machen. Und wir spielen das Cell Event. Ja. Starten wir einfach mal und gucken wir mal, was wir hier so an Damage herausholen können. Also, wir haben 426k HP, was schon echt eine Menge ist, oder? Wenn man überlegt, wie man damals angefangen hat und hat irgendwie seine 20k HP gehabt oder so. Und dann kam irgendwann STR geht, da man hatte irgendwie 65k HP oder so. Und jetzt habe ich mit meinem Potara-Team einfach 530k HP oder so. Das ist einfach, ja, böse mehr, ne? Also, es hat sich halt alles so krass geändert, ne? Wenn man überlegt, wie lange man damals auch für so ein scheiß Dokkan-Event gebraucht hat, so. Ich weiß noch damals, als ich mein Tech Super Saiyan 3 Gotenks bekomme. Und damals dieses AGL Super Vegetto Event gemacht habe. Das war so ein Struggle immer, ne? So. Mit Buhan greifen wir mal den Tag an, da. So, der greift hier an. Und Vegetto. Ja, der kann angreifen, wo er möchte. So. Warum ich solche Videos immer mache, wenn ich frisch aufgestanden bin, weiß ich nicht, aber ihr seid es ja mittlerweile gewohnt, mich zu hören, wenn ich noch nicht ganz ausgeschlafen bin. Oh nein, er macht Additional Attack. Das war jetzt nicht der, oder? Das war jetzt nicht der Tag, oder? Oder? Es war der Tag. Oh Mann. Wieso macht der Additional Attack? Ah, knapp. Knapp 900, also knapp 850k. Ist schon solide, ist schon solide. So. Kommen wir zum Texte. So, ich lass mal den Gohan hitten, mal gucken, ob er irgendwas wegtankt oder so. Kommen wir irgendwie auf eine SA? Ich glaube nicht, oder? Na doch, 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 doch. Doch, 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 das passt. Bin mal gespannt, was er für Damage frisst. So, ist er denn? Hau mal rein da. Okay, also 631k. 300. Ist gar nicht so wenig, oder? Ist Goku. Piu. Das nochmal Gotenks. Gegen den Tekcha war es jetzt gar nicht so wenig. 330k oder so. Geht schon mal fit, Alter. So, ich will jetzt nicht, dass die irgendwie zu viel Damage machen hier. Ich würde hier gerne nochmal mit meinem Gohan angreifen in der Stage. So. Ja, jetzt wird das mit seiner SA gesealed. Piu. 172k. Geil, da. Super Vegetto. Naja, ich hätte so gerne Dupe von Super Vegetto gezogen, ne? Aber 1100 Stones haben wir nicht einen einzigen Dupe gewährt, ey, das ist so lächerlich, man.
Okay, jetzt gucken wir mal, was er gegen Cell rausholt hier. Bin ich ja mal gespannt. Hätte vielleicht ein etwas schwierigeres Event nehmen sollen, aber 700 und ja, das ist mehr als ich erwartet habe, ne? 1,4 Millionen? 1,4 Millionen? What the fuck? Der Gohan hat 1,4 Millionen Damage gemacht? 1.437.578. Ach Gott, bin ich geistig behindert oder so? Das ist ja viel mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte, er kommt zu 500.000, 600.000, Alter. What the fuck? Dann ist der Gohan ja echt gar nicht beschissen. Das überrascht mich jetzt. Ja, also kann ich nur sagen, Leute, ja, macht euren AGL Ultimate Gohan 100%. Ist gar nicht beschissen. Wenn man das jetzt so sagen kann, ne? 1,4 Millionen ist schon echt stabil. Dafür so eine alte Karte, man. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, man. Ja. War ein recht kurzer Showcase, würde ich sagen. Aber mit einem überraschenden Ende. Also lasst mich auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem Gohan wissen. Okay, den Buhan war jetzt nebenher so, aber vom Buhan gab es schon 5000 Showcases oder so. Ja, lasst mich mal eure Meinung dazu wissen, ob ihr wusstet, dass er so viel Damage macht oder ob ihr selbst überrascht seid oder wie auch immer. Schreibt mir dazu eure Meinung in den Kommentaren. Das war's vom heutigen Video. Ich bin raus. Küsschen aufs Nüsschen. Bussi, bussi. Muah.